das ist der Grill in Stillkanal. Ich bin Christian und heute mache ich für euch Rinderbäckchen vom Smoker als Barbacoa in dem perfekten Taco. So, als erstes kommt das mal aus der Packung raus. Flatsch, ein Bäckchen, zwei Bäckchen, okay. Drei fantastische Bäckchen. Das ist ein sehr reichhaltiges Fleisch mit einer sehr, sehr schönen Fettmarmorierung. Und das Ganze machen wir jetzt erstmal 3 Stunden auf dem Smoker bzw. auf dem Weber Master Touch. Dann kommt das Ganze in den Crockpot für die langsame Garung. Aber erstmal tupfen wir das Ganze trocken. Aber die Bäckchen sind wunderbar pariert. Da braucht man gar nichts mehr machen. Das ist schon perfekt. Vom lokalen Rewe meines Vertrauens. Der Duft von Rindfleisch ist fantastisch. So, erstmal kommt hier schön Crystal Kosher Soul drauf. Das ist abgewogen für die Menge, die ich hier vor mir habe. Das sind 1,2 Kilo Rinderbäckchen. Und entsprechend sind das knapp 19 Gramm Salz. Schön überall was dran. Das Schöne an diesem Gericht ist, dass das am Ende auch nochmal wunderbar abgeschmeckt werden kann. Das ist also nicht so elementar wie sonst beim Grillen, die Gewürze jetzt schon perfekt abgestimmt zu haben, sondern am Ende, wenn das Ganze durchgegart ist, kann man noch viel mit Gewürzen nachstellen. So. Und jetzt kommt was Neues. Bisher habe ich immer frisch gemahlenen Pfeffer genommen, aber ich habe festgestellt, dass der offensichtlich ja, zu intensiv ist im Verhältnis zu dem, was die Amerikaner benutzen. Die verwenden ja immer 16 Mesh Black Pepper und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt mal das Pendant von Fuchs. Das ist Pfeffer, grob geschrotet. Das sollte hoffentlich in die gleiche Richtung gehen wie das der Amerikaner, also eine schöne Farbe geben, aber gleichzeitig nicht zu scharf werden. Und ein schönes Coating drauf, ein Heavy Coating, wie die Amerikaner immer so gerne sagen, und schön aus einer Höhe, dass man sieht, wie es sich umfärbt. Ja, das sieht schon gut aus. Ja, der Vorteil ist eben, dadurch, dass es schon vorgemahlen ist, dass der Geschmack nicht so intensiv ist wie frisch gemahlen. Wenngleich man das sonst einmal bevorzugt, ist das hier aber bei den Mengen, die wir brauchen für eine vernünftige Kruste im amerikanischen Barbecue, zu viel. Und deswegen ja, hoffe ich jetzt einfach, dass diese neue Sorte Pfeffer, die ich hier nehme, dass ich hier das richtige, den richtigen Schärfegrad treffe mit dieser doch üppigen Würzung von Pfeffer. Und man sieht hier, wie sie schön umfärbt. Das ist immer so auch ein Indiz bei den amerikanischen Rezepten, dass sie aus einer schönen Höhe das rüberstreuen und dabei beobachten, wie ja, das sich zur Pfefferkruste wandelt. Okay, das soll jetzt wirklich reichen, aber erstmal drückt noch schön an. Die Seiten darf man natürlich niemals vergessen, deswegen gehe ich hier mit den Seiten auch durch. So, und jetzt geht's auf den Grill. Heute wird das Ganze auf dem Weber Master Touch zubereitet. Dazu habe ich hinten in der Kohlenschale an der einen Seite das Feuer entzündet. Das brennt langsam nach vorne. Und zwischen der Kohle und dem Grillgut ist hier eine Wasserschale vollgefüllt. Zieltemperatur ist 120 bis 150 Grad. Bei dem Gericht kommt es nicht so genau darauf an, weil wir hinterher noch eine sehr lange Garzeit haben. So, da sind die 3 Teile drauf. Jetzt kommen noch schön Hickory-Räucherspäne drauf, damit wir einen gleichmäßigen Rauch haben über die 3 Stunden, die es jetzt auf dem Smoker bleibt. So, ein schön sauberer Rauch, der jetzt da rauskommt. Schön hell und die dazugehörigen Räucherchips kann man hier beobachten, wie sie auf den Kohlen liegen und einer nach dem anderen abglimmen. Die Ochsenbäckchen sind jetzt 3 Stunden auf dem Grill, haben schön bei 130 bis 150 Grad gesmoked und jetzt schauen wir uns mal an, wie die aussehen. Ja,
Das sieht ja mega, mega, mega geil aus. Und anscheinend ist der Trick mit dem schwarzen Pfeffer, grob geschrote von Fuchs, super aufgegangen. Die Kruste ist so viel deutlicher zu sehen, als sie bisher überhaupt zu sehen war. Hier ist, kommen die Juices ein bisschen raus. Das Fleisch ist natürlich immer noch ziemlich tough, aber die Kruste ist richtig gesettet, richtig. Die hat richtig Power. Mega geil. Auch unten drunter. Ja, damit kann man arbeiten. Das sieht super aus. Ja, ich würde sagen, jetzt kommt er runter in den Crockpot. Und dann werden sie nochmal 24 Stunden konfiert. Ich muss euch nochmal die Kruste in diesem Sonnenlicht zeigen. Also, das ist ja Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Ist das nicht unglaublich? Das ist ja der Crockpot. Da hinein wandert jetzt das Fleisch, die wunderbaren Ochsenbäckchen. Und ich kann euch sagen, boah, der Duft ist schon so mega nach Rindfleisch, richtig geil. Und ich schön nach unten packe, mal gucken, ob ich die so arrangiert kriege, dass die möglichst den Boden auch alle berühren. Die Kruste ist so Hammer, Wahnsinn. Ja, da müssen wir noch ein bisschen arrangieren. So, jetzt sind erstmal alle Bäckchen in Kontakt zum Boden. Also das Fleisch ist immer noch ziemlich fest. Ist ja auch klar, das ist ja auch ein super zäher Muskel. Das Rindvieh kaut ja dann mit Tag und Nacht. Und je mehr ein Muskel bewegt wird, desto fester ist der hinterher. Und deswegen ist das Filet besonders zart, weil das in einem Teil vom Rücken ist, der im Prinzip nie bewegt wird. Und hier ist genau das Gegenteil. Das fette, festmöglichste Fleisch, was man sich vorstellen kann, das wir jetzt aber durchaus weich kriegen, indem wir es konfieren in diesem Crockpot. Und damit das auch gut funktioniert, habe ich hier ein wunderbares Wagyu-Fett von dem Bayern Wagyu. Und ich habe es über Gewürzgarten bezogen und davon haben wir jetzt ein paar Löffel rein, damit auf jeden Fall der Kontakt zwischen Fleisch und Crockpot sichergestellt ist. So, einmal. Da wollen wir nochmal sicher gehen. Das Interessante bei dem Wagyu-Fett ist, dass das bei Zimmertemperatur schon flüssig ist. Deswegen war das bis gerade auch noch im Kühlschrank. Und man merkt da, wo es jetzt schon ein bisschen wärmer geworden ist, wird schon matschig. So. Da ist es drin. Ich glaube, das müsste reichen, um am Ende ja, einen guten Kontakt zwischen Crockpot und Fleisch sicherzustellen. Dann machen wir den an. Der Crockpot hat drei Einstellmöglichkeiten. Und zwar kennt der auf, wo er jetzt steht, Low, High und Warm. Und wir werden das hier auf Low machen. Das müsste ungefähr 200 Grad Fahrenheit sein oder etwas über 90 Grad Celsius. So, bleibt das Ganze jetzt stehen bis morgen um die gleiche Zeit. Also 24 Stunden wird das jetzt konfiert im Rinderfett. So, das Fett ist geschmolzen. Das liegt alles unten drin. Ich mache mal noch ein paar Schlacht dazu. Ja, so sieht das Ganze nach 6 Stunden aus. Der Pegel von ausgeschmolzenem Fett hat sich deutlich erhöht und die Bäckchen liegen jetzt im eigenen Saft und schmoren jetzt weiter noch schöne 18 Stunden. Die Ochsenbäckchen waren jetzt 21 Stunden im Slow Cooker. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die nun aussehen. Da ist allerhand Fett ausgetreten und es schmort schön im eigenen Fett. Boah, und der Duft, der beim Öffnen des Deckels einem entgegenweht, ist so fantastisch, unglaublich. Aber jetzt ist natürlich die wichtigste Frage, ist das überhaupt zart geworden über die ganze Zeit? Wenn wir mal meinen Testlöffel hier nehmen und, boah, es hat eine Kruste, die knusprig ist und ich merke eigentlich keinen Widerstand, wenn ich da reindrücke. Das müssen wir jetzt rausholen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kriegen wir
das Fleisch vom Fett getrennt. Und da gibt es einen guten Trick. Und zwar nehme ich hier diese GM-Behälter, einer gelocht, einer ungelocht. Die stelle ich ineinander und dann kommt das Fleisch da rein. Da tropft es etwas. Boah. Und mir tropft es schon aus dem Mund fast. Ach, auseinandergefallen. Da ist ein Ding. Also das ist knuspert außen und innen drin ist das so mega zart. Guckt euch das an. Wahnsinn, Wahnsinn. Das Fleisch ist alles hier drin. Den brauchen wir erstmal nicht mehr. Den Crockpot können wir ausmachen. So, das Fett aus dem Crockpot gießen wir auch hier rein ab, weil wir gleich den Crockpot benutzen, um das Ganze warm zu halten. Und das heiße Fett darunter sorgt natürlich auch hier, dass das Fleisch schon beim Zerteilen warm bleibt. So, haben wir zwei Gabeln. Bei diesem Schritt sucht man jetzt, guckt man, ob man irgendwelche großen Fettstückchen findet. Aber die Bäckchen waren vorher so super pariert, dass das nicht zu erwarten ist. Boah, die Kruste ist so mega. Boah, und ein Duft. Leute, das ist der Wahnsinn. Und das Ziel ist es, möglichst ganz klein zu zupfen, das Fleisch. Also am besten ist, wenn man die gar keine Stücke mehr erkennt. Super schön zerzupft. Jetzt drücken wir noch das letzte Fett raus, indem wir das mit einem etwas längeren GM-Behälter beschweren. Und wir haben ja kein Risiko, sollte es zu trocken werden, was nicht passiert, dann können wir immer noch mit dem Fett, das unten drunter ist, nachjuicen. So, da sind jetzt gute 5 Liter Wasser drin. Also mit einer gewissen Ungenauigkeit 5 Kilo Gewicht. Die jetzt das Barbacoa auspressen. Jetzt kann das gute 10 Minuten pressen. Und ich bereite in der Zwischenzeit die Tortillas vor. Um dem mexikanischen Original möglichst nahe zu kommen, muss es natürlich noch eine grüne Salsa geben. Dazu werde ich gleich diese wunderbaren Zutaten zusammenmixen. Angefangen bei Knoblauch und Peperoni, den Saft von 2 Limetten, einer Avocado, Salz, Kreuzkümmel und Chilipulver und Koriander. Das Ganze wird ergänzt durch diese halbe Tasse Öl, in die ich Xanthan-Gum eingerührt habe. Das ist ein Bindemittel, mit dem man ölhaltige Soßen wunderbar verbinden kann. Die sich dann auch nicht nach wenigen Tagen im Kühlschrank schon trennen. Jetzt kippen wir es zusammen und dann gibt es einen schönen Mixi-Mixi. Das Ganze ist drin und jetzt starten wir das Ganze mal vorsichtig an. So sieht die Soße jetzt aus, nachdem wir sie schön gemixt haben. Ich habe noch ein bisschen Salz nachgemacht und noch ein bisschen Chili-Puder. Jetzt hat sie eine sehr schöne Konsistenz. Das ist vor allem Xanthan-Gum zu verdanken. Und hat eine würzige Note, die leicht mit einem säuerlichen Kick am Ende kommt. Ich denke, das wird sehr gut zu dem sehr reichhaltigen Fleisch passen. So, wir sehen die Tortillas kurz in der Pfanne angeknuspert. Drehe ich nur kurz, dass sie ein bisschen Farbe kriegen. Und ein bisschen Fett. So, am Ende aller Mühen kommt das Beste. Jetzt gibt es einen schönen Barbacoa-Taco. Fangen wir an mit etwas Fleisch. Ja, das ist ein bisschen wenig. Das Fleisch ist wirklich schön ausgepresst, aber immer noch ganz cremig in der Konsistenz. So. Darauf kommt etwas frische Zwiebel, klein gehackt für den Crunch. Dann kommt da drauf Queso Fresco, normalerweise, aber kriegt man in Deutschland nicht, zumindest nicht in jedem Supermarkt. Deswegen ersetze ich das jetzt hier mit Feta-Käse.
eine extra milden Sorte. Dann kommen noch ein paar Blättchen gezupft von dem Koriander drauf. Für den frischen Koriandergeschmack. Da bin ich etwas vorsichtig mit, weil das doch ein intensives Kraut ist. Darüber kommt jetzt die selbstgemachte Salsa. Ist schön cremig. So, und etwas von der Joghurtsoße. Da haben wir jetzt hier eine Standardsoße genommen aus dem Einzelhandel. Schüttel ich nochmal durch. Das sollte auch die Frische bringen. So, ja, war schon betrifflich viel, aber wir probieren das. Und ein paar Spritzer von frischer Limette kommen noch drauf. Weil das Fleisch da entsprechend reichhaltig ist, brauchen wir halt Säure, um das ein bisschen auszugleichen und ein tolles Gefühl im Mund zu haben. So, das sollte reichen. Ja, das ist er nun, der Barbacoa Taco. Und jetzt das Wichtigste, das Probieren. Schön aufgerollt. Und dann wollen wir es mal versuchen. Boah. Richtig, richtig geil. Das Fleisch ist so schmelzig zart. Dazu diese Säure von den verschiedenen Komponenten, die Zwiebel, auf jeden Fall zum Nachahmen empfohlen. Und so sieht der Traum aus, wenn man ihn vervielfacht. Jetzt geht's ans Futtern und ich freue mich schon diebisch darauf. Das ist auf jeden Fall zum Nachahmen empfohlen. Deswegen geht raus und kocht was auf dem Grill.